Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zum nächsten Tag von Colony Survival, in dem wir es weiterhin geschafft haben, dass alle Pflanzen perfekt gleichmäßig auf jeder Seite hier angebaut worden sind. Ich bin immer noch echt stolz, dass es dieses Mal endlich beim finalen Versuch hier funktioniert hat, was auch bedeutet, dass wir jetzt so viel Essen haben, dass ich mir gleich mal meinen Kolonisten hier leiste oder auch nicht, weil ich kein Bett habe. Habe ich jetzt da unten schon einen für die Steine hingetan? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier einen Mitarbeiter habe, aber es hört sich so an. Ja. Tatsache, ich habe schon einen, der sich darum kümmert. Oh, was für ein Traum. Wir kommen richtig gut vorwärts. Und dann würde ich mal sagen, dass ich mich jetzt... Moment, was machen wir erstmal mit den... Wir könnten noch ungefähr einen hier mehr reinhauen. Wäre es das wert? 94 Wheat Seeds, das würde genau heißen, dass wir noch ein einziges Feld hier durchbringen könnten. Aber es wird schon langsam ein bisschen Nacht. Vielleicht sollte ich das doch lieber nochmal verschieben, da noch ein Feld anzupflanzen, nicht, dass es nicht ganz fertig wird. Dann würde das alles so ein wenig unsauber aussehen, das will ich irgendwie nicht. Okay, meine Rolltreppe, Seiten-whatever-Treppe sieht gut aus, in Anführungsstrichen gut aus. Ich glaube, ich mache mal diesen Raum hier soweit fertig, damit ich mir schon mal grob vorstellen kann, wie das hier fertig aussieht. Gut, mir fehlen noch Steine, damit ich das wirklich fertig wirklich machen kann, aber... So einen ersten Eindruck davon bekomme ich ja davon dann schon mal. Schließlich will ich jetzt bis hier hinten, zack, bis da hinten, dann den ganzen Raum hier erweitern. Und das wird dann immer mein Schlaf... Verdammt, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Langsam wird es lächerlich. Das Ganze wird dann mein Schlafraum. Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich riesig. Hoch, hoch, hoch. Und da ist dann der Eingang. Genau. Und danach wird das auch viel, viel enger als bis jetzt. Bis jetzt haben wir ja immer, also haben wir wirklich weit nach oben gebaut. Das gibt es ab jetzt nicht mehr. Ab jetzt gibt es zwei Plätze und das war's. Einfach so, dass die Leute da auch stehen können. Und das war's dann tatsächlich. Mehr kriegen die hier nicht mehr. Ist, Gott, ich glaube, ich muss noch weiter rüber. Nein. Okay, ich baue von unten. Ihr könnt mich mal. Ich glaube, das geht einfacher. Zack, zack, zack. Ist das die richtige Höhe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, doch, ist die richtige Höhe. So. Und das gehört jetzt, hat alles ausgefüllt hier in dem Bereich. Hier eine Linie ziehen. Dann, nein, da kommt kein Block hin. Aber dafür hier. Essen haben wir eine ganz gute Menge. Also es ist jetzt halt nicht Unmengen an Essen, aber schon gut viel Essen. Also beschweren würde ich mich tatsächlich gerade nicht bei der Menge. 35 Steine hast du schon wieder vorangebracht. Nice. Also der Mitarbeiter da unten, der braucht echt eine Beförderung. Der macht seinen Job hier echt gut. Der schafft's, dass ich hier wenig zu tun habe. Und wenn wir jetzt mal nach oben gehen... Na, man sieht jetzt schon langsam die Probleme. Die Leute brauchen hier echt lange her. Und ich glaube, ich will meinen ersten Bogenschützen. Wenn ich gerade sowieso ein bisschen Food übrig habe... Dann leiste ich mir jetzt halt für das auch meinen ersten Bogenschützen. Zack, Recruiter Colonist. Ein Bogen hier rein und ein... Ich habe noch keinen Quiver hergestellt. Echt krass. Dachte, ich hätte schon welche. Und dann kommt jetzt mein erster Bogenschütze direkt hier in die Mitte. So, den können wir uns auch ganz gut leisten. Aber danach brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Essen. Und ab morgen dürfte Essen gar kein Problem mehr sein, wenn ich mir das so anschaue von den Feldern. Gut, ich bräuchte hier noch ein paar mehr Fackeln, um das Ganze hier zu beleuchten. Hier wird dann auch irgendwann zugebaut. Hier sind wir dann auf derselben Ebene. Das heißt, wir müssen hier als nächstes... Eigentlich sollte ich, glaube ich, mal überall diese Outline hier fertig machen auf die richtige Höhe. Muss ich das... Ich glaube, ich muss das Tor noch eins höher machen, oder? Moment... Man, immer habe ich Schluck auf, ey. Das ist so unglaublich. 1, 2 höher als hier. 3 höher als da. Also 1, 2, 3. Tatsache. Das Ding muss noch eins höher gebaut werden. Ja, krass. Damit habe ich gerade tatsächlich nicht wirklich gerechnet. Dann sieht das Tor jetzt aber langsam wirklich episch aus. Tatsache, das sieht wirklich episch aus. Da kann man sich nicht besch... Ja, wobei, oder ich mache die oberste Reihe wirklich noch aus... Ah, das ist doof. Ich würde die oberste Reihe, bin ich gerade am Überlegen, ob ich die tatsächlich aus Stein mache. Aber irgendwie das aus Holz, das macht schon was her.
Nee, ich lasse das so, wie es ist. Das gefällt mir. Das gefällt mir so wirklich. Noch höher müssen wir höchstwahrscheinlich ja nicht bauen. Es würde mich schon wundern, wenn wir noch mehr in die Höhe gehen müssten. Und wir könnten noch einmal Felder anbauen. Dieses Mal müssten wir die Felder dann wieder auf der Seite anbauen, weil die Seite wird ja heute fertig. Bedeutet Weizen. Hoch, falsches Feld. Nein, ihr sollt hier bitte starten. 5 Breite auf 80. Boah, Junge, das wird echt riesig. So, auf 80 habe ich gesagt. Auf hier hin, genau. Und den leisten wir uns dann tatsächlich noch morgen. So, ich unterstütze dich mal ein bisschen. Es sind ein bisschen viele hier. Und bam! Volltreffer, nice. Denn jetzt werden die hier alle fertig und dann haben wir gleich noch einen mehr. Ja, perfekt. Also da garantiere ich euch, dass das funktioniert. Dann werden morgen wieder ganz, ganz viele Steinblöcke hergeschafft. Die brauchen wir aber auch. Und wenn wir jetzt ganz, ganz viel Essen bekommen, dann mache ich mir mal Gedanken über A, einen Forster, B, einen Miner für Iron, C, eine Schmiede. Das sind schon mal drei Leute. Oh Gott, das sind ein bisschen viele und ein bisschen mehr Berry Farmer hätte ich gerne, damit ich hier eine sichere Quelle habe, weil das da vorne ist halt doch unregelmäßig im Großen und Ganzen. Ah, da muss ich mal schauen, wie ich das am besten angehe. Kopfschuss, Kopfschuss. Bam! Es sollte doppelte Punkte geben. Gibt es hier überhaupt Punkte? Ich glaube, es gibt gar keine Punkte. So, mehr muss ich nicht töten. Der Rest wird hier von alleine erledigt. Und ich glaube, gleich in dem Moment, wo sie aufstehen, hole ich mir auch meinen letzten Mitarbeiter, den ich gerade brauche. Der sich dann um das Feld hier kümmert. Aber nicht zu früh, weil ansonsten verbraucht der auch Nahrung. Ich verstehe nicht ganz, wie die Leute über Nacht Nahrung brauchen können, wenn ich ehrlich bin. Stehen die da kurz auf und gönnen sich einen Snack oder wie kann ich mir das vorstellen? Aber anscheinend ist es so. Und ja, die Zombies sind jetzt, glaube ich, eh schon umgefallen und ihr dürftet jetzt in den nächsten 10 Sekunden hier alle aufstehen. Ha, wusste ich's doch. Irgendwie, die sehen auch aus wie Zombies. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der richtigen Seite bin. Ja, toll, ich brauche noch ein Bett. Oh, das ist echt lächerlich, weil die Betten hier alle abgerissen gehören auf Dauer. So, du kümmerst dich um die Felder. Jetzt haben wir einen extremen Nahrungsmittelverbrauch, aber wir haben auch viele, viele Felder, die jetzt abgeerntet werden. Das heißt, wir sollten das sehr schnell unter Kontrolle bekommen. Ich könnte schon mal anfangen, hier oben Betten zu platzieren. Naja, dazu bräuchte ich noch wenigstens. Nee, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Stein. Dammit. Kann ich dem da unten ein bisschen zur Hand gehen? Damit das ein bisschen schneller geht vielleicht. Also wenn ich mich jetzt selber hier hinstelle und auch das da immer abbaue, geht es ein bisschen schneller, aber ob das jetzt wirklich die Zeit wert ist? Nee, ich glaube, da lasse ich tatsächlich lieber ihn alleine arbeiten. Das sollte reichen. Müssen wir halt uns ein bisschen gedulden. Und dabei zusehen, wie unser Food jetzt gleich wieder extrem nach oben springt, wenn die erste Nahrungslieferung hier ankommt, die gerade angekommen ist, wohlgemerkt. Hier können dann auch Blöcke hin, weil das wird ja alles umringt, mein Tower. Und ja, hier müssen wir vor allem weiterbauen. Mehr Steine bitte, mehr Steine, viel mehr Steine, um ehrlich zu sein. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich könnte jetzt mit dem Zeug schon mal alles weitere planen. Also wir brauchen einen Furnace zum Schmelzen. Dann benötigen wir für noch eine Pickaxe ein Iron Ingot, also ein Iron Ore, ein nicht geschmolzenes. Okay. Verstehe ich gerade nicht, warum wir dazu ein nicht geschmolzenes brauchen. Aber das ist mir eigentlich egal, weil dann hole ich mir halt einfach hoch, falsches Tool. Hole ich mir halt einfach schnell eins davon, dann kann ich mir jetzt halt nämlich eine Spitzhacke, oder? Moment. Ach, nee, ich bin einfach nur ein Depp, sorry. Ich muss das schließlich ins Inventory reinziehen, meine Güte. Jedes Mal wieder eine Axt hauen wir dann auch schon mal rein. Anvil, nee, den brauchen wir tatsächlich noch nicht so unbedingt. Der hat noch ein bisschen Zeit. Und eine Workbench, das sind so die Sachen, die wir als nächstes dann ganz langsam hier alle brauchen werden. Mehr Steine, Tatsache. So, dann können wir jetzt vielleicht die eine Linie hier fertig ziehen. Mann, wir haben schon 13 Kolonisten. Wobei 13 eigentlich gar nicht so viel ist. Brauchen noch viele, viele, viele mehr.
Das Floor stackt sich gar nicht. Nee, das hält sich ganz gut. Das gibt sich ganz gut die Waage mit den ganzen Leuten hier. Und hier will ich das Ding dann schon mal erweitern. Das gehört jetzt dann hier. Oh Gott, noch zwei hier nach oben. Dann dauert das echt noch ewig. So, die nächste Steinlieferung ist schon wieder da. Ey, hätte ich zwei, glaube ich, wären es genau genug, dass ich permanent bauen könnte. Aber so wie es jetzt ist, ist es ein bisschen zu wenig, anstatt dass ich permanent bauen könnte. Wobei, selbstverständlich drei mehr wahrscheinlich. So, also, hier werden dann die Dinger hingebaut. Das bedeutet, ich kann jetzt dann anfangen, alle weiteren Betten hier nach oben zu bauen. Schritt Nummer 1, Betten nach oben ziehen. Fangen wir schon mal an, weil jetzt wissen wir, wo die Outline davon ist. Zack, das bedeutet jetzt, ich kann... Ich habe 5, 6 Betten übrig. Ich kann hier die ersten Betten wieder entfernen. So, dich und dich. Und so kann ich die jetzt der Reihe nach einfach nach oben umziehen, alle Betten. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Da ist dann genau die Kante. Das bedeutet, wir drehen ab da dann den Spieß wieder um. Ein Bett, 2, 3. Das kann ich gleich alle mitnehmen? Nein, mir fehlt jetzt genau ein Bett, das ich mitnehmen könnte. Ah, der absolute Klassiker, ne? Ein Bett fehlt. Und die anderen Betten kommen jetzt parallel dann so, dass ihr Fuß an Fuß schlaft. So. Müsst ihr alle hier nach oben. Aber dafür ist mein Raum hier unten frei. Perfekt. Boah, schaut mal unser Essen an, wie gut das hier nach oben geht. Ich glaube, ich kann tatsächlich noch einen Miner jetzt halt schon hier holen. 2 Kolonisten mehr. Reicht genau noch für den Tag, garantiert. Perfekt. Und dann holen wir uns hier einen, nicht Weizenfarmer, sondern einen Miner für Iron, damit wir bald die Arrows von alleine herstellen können. Damit stacken wir dann schon mal unser Iron in nie dagewesene Höhen. Und als zweites einen Forester oder noch einen Berry Farmer. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich tendiere fast zu einem Berry Farmer, muss ich gerade gestehen. Ja, ich mache noch einen Berry Farmer, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer von meiner Nahrungsversorgung hier. So, und wir bauen jetzt die Felder mal so, dass es richtig bauen können, also dass 3 Reihen hier gebaut werden können. Moment. Wobei eigentlich 30, das 6x5. Ich mache 6x5, das reicht. Du kommst jetzt halt genau, du arbeitest dann an der Stelle. Holst dann hier die Berries und... Der nächste, den ich dann engagiere, wird ein Forester. Ganz dumm, weil jetzt muss ich eigentlich erstmal hier ein paar Sachen abbauen. Das sind, glaube ich, sind das Berry Seeds oder was sind das für Seeds? Ach, das sind Flax Seeds. Ah, auch nice. Jetzt muss ich den Wald hier wegmachen, damit ich als nächstes hier einen Forester hinbauen kann. Das ist echt, echt sarkastisch. Ironisch? Ist das ironisch? Mann, was war nochmal der Unterschied zwischen Sarkasmus und Ironie? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Wir bauen Bäume ab, nur um Bäume anzupflanzen. Also das ist wahrscheinlich dann wirklich Ironie. So. Hier noch das Bäumchen bitte entfernen. Das sieht schon besser aus. Dann ziehen wir hier kurz Dirt nach unten, damit wir uns wieder nach oben bauen können, wo wir es brauchen. Hier zum Beispiel. 4 Blöcke nach oben. Das sollte reichen, dass wir den Baum loswerden. Und hier haben wir noch einen Baum. Ja, das fühlt sich echt wie in Minecraft an, ne? Weg, weg, weg und weg ist das ganze Bäumchen instant. Das gefällt mir immer meistens. So dieses letzte Plopp-Bäumchen ist weg. Hier kommt dann mein Forester rein. Das ist noch ein bisschen Holz, 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 Holz. Alles weg. Boah, wie viele Bäume sind hier denn? Ich dachte, das wären jetzt 2, 3 Bäumchen und gut ist, aber stattdessen sind hier 20.000 Bäume. Dann pflanze ich, also meine Forester bekommen dann hier ihre Felder. Moment. Forester. Richtig schön groß. Ich weiß nicht, ob es bei denen überhaupt ein zu groß gibt. Ja, tatsächlich gibt es ein too large. War zu erwarten. So, 99, 11 mal 9. Das hört sich doch ganz gut an und schließt auch perfekt. Sieht ganz nice aus. Recruit a Colonist. Dann macht der das jetzt automatisch. Und dadurch können wir jetzt halt immer diese Logs bekommen und somit auch,
wenn wir noch einen Furnace als nächstes bauen, eine automatisierte Sammelstelle von Eisen. Traumhaft, oder? Aber Leute, der heutige Part ist auch schon wieder vorbei. Die Zeit verfliegt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Kommentar, Like, Abo. Ihr kennt das ganze Spielchen, ja? Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und hey, die gehen tatsächlich hier alle hoch. Das funktioniert. Und jetzt schlaft ihr alle hier oben. Ich bin so stolz auf euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.